So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und vor allem Eglardum zu einem neuen Format. Freitags-Re-Upload. Ich bin nämlich ab September arbeiten und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht würde es sich anbieten, da ich sowieso eine gute Idee finde, mal so etwas wie einen Re-Upload-Tag zu machen, in dem dann immer ein Video oder heute sind es zweier, ein Video gequetscht, ein kurzes und ein langes, dazu ein Video, was zu meiner Anfangszeit auf YouTube kam. Naja, Anfangszeit auf YouTube, also was vor einem Jahr hier, was 2016 so auf meinem Kanal lief, jetzt nochmal für die, die neu dazugekommen sind, nochmal hochgeladen, meistens mit so einem Laber-Video kurz noch vorne dran, wie ich es mal erkläre und meinen Satz dazu sage, so will ich das mal in den nächsten Wochen mal versuchen und ja, im September dann vielleicht, wenn es euch gefällt, häufiger. Ja, legen wir direkt mal los. Ich habe heute ein kleines Video und ein großes Video für euch. Das kleine Video ist so ein bisschen witziger. Das ist ein kleiner Trailer, den ich zusammengebastelt habe mal vor einem Jahr. Ein geheimer Trailer, Top Secret für Zwergenfürst LP. Ich finde es ganz lustig geworden, also mit Absicht verpixelt und ganz humoristisch gestaltet. Das zweite Video ist ein Let's Play, kann man fast schon sagen, ein Let's Test einer Website, eines Online-Games namens Lucky Tower. Und ja, das ist zwar natürlich noch qualitativ ein bisschen schlecht, aber es geht, es hält sich in Maßen, es ist schon eins der halbwegs besseren Qualitätsvideos, also man kann es anbieten, also ist auch ganz spaßig, also viel Spaß mit den Re-Uploads, ich habe es ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen zusammengebastelt, damit es auch ein bisschen besser ist als früher. Die Links zu den richtigen Videos, also zu den alten Videos, ist in der, sag schon, wie heißt das, Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten Däumchen nach oben, sollten euch diese beiden Videos, die ihr gleich seht, gefallen. Sollte euch auch Spaß machen, das zu gucken. Ansonsten lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag und viel Spaß mit den Videos. Ein Zwerg mit Krone. Eine Konsole mit Games. Ein Kanal. Eine Mission. Die Leute entertainen und entführen in die Welt der Video Games. Hat er reingeguckt, dann ist er dort reingegangen. Okay, ich nehme die Mitte. Au! Das muss wehgetan haben. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem kleinen, ja, Webseitenvideo mal wieder. Ja, ich habe es bei jemandem ganz Bestimmtes gesehen. Ja, Paluten hat das letztens gespielt, also ja, muss ich es natürlich auch mal spielen. Ja. Jetzt bin ich dran. Jetzt spiele ich auch Lucky Tower. Ja. Herzlich willkommen zu einem Part Lucky Tower. Zum ersten Part Lucky Tower beim Zwergenfürst. Hier sehen wir mal kurz mal die Instructions. Direkt im Turm und ich fürchte mal, ich muss hier mal runter. Wow! Oh, snap. Three lucky doors. Seems like I have to make a decision. Okay,
Ja, jetzt müssen wir hier zwischen zwei, drei Türen wählen. Ja. Wie man sieht, ist hier ein Smiley drauf. Trotzdem nicht mal diese Tür hier. Sind wir wieder hier. Welche Tür nehme ich wohl? Ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und würde mal sagen, hier. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Oh! Okay. Da bleibt uns ja wohl nur noch eine Tür übrig. Drei Türen. Oh, er ist ein kleiner freundlicher Mensch hier. Natürlich gehe ich ja mal hier rein. Gut, hier ist ein Herz drauf. Gut, probiere ich mal das Herz hier. Das sieht doch gut aus. Wieder drei Türen. Diesmal sind sie nicht beschriftet. Oh! Alter, hat's gleich den ganzen Turm weggeweckt. Hab ich gesagt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist das Beste. Wie ihr wisst. Und mal runter hier. Und schon weiter. Hier rechts. Nö, hier geht's nicht weiter. Hier lang. I wonder what this lever does. Okay, das macht Sinn. Delicious food. Da hat's wohl jemand nicht gut gemeint. Mit uns. Den hier irgendwie betätigen, hier mit S und dann. Ja, aber. Kann ich dann hier irgendwie springen? Sister, geht doch! Habe ich es geschafft. Und weiter geht's. Hier ist jetzt der Weg frei. Okay. Oh, hier kann ich Sachen kaufen. Eine Axt. Ja, klar, eine Axt, komm. Zwergenfluchs und eine Axt. Na, nö. Oh, das sieht doch am besten aus. Eine Zipfelmütze hier. Nicht nochmal ansprechen. Runter hier. So, wieder richtig stylisch hier. Jetzt ist der Held hier richtig stylisch gekleidet. Oh, hier ist ein Smiley und auf den anderen Türen nicht. Hier ist ein Kratzer dran. Okay, nehmen wir erstmal die Tür. Die sieht gut aus. Ich mit meiner Axt. Oh, das war schon die Tür. Okay. Und was wäre mit dem Smiley passiert? Na, was ist denn das hier? Okay, ja, mein Internet spackt ein bisschen. Diskret. Ganz diskret. Da hat er reingeguckt, dann ist er dort reingegangen. Okay, ich nehme die Mitte. Au! Das muss wehgetan haben. Gut. Gucken wir mal, wo der geblieben ist. Auf jeden. Nee, Leute, ich habe jetzt keine Lust, dort aufgängst zu werden wie mein Kumpel hier. Versuchen wir es mal hier. Also gehen wir mal hier rein. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ja, das scheint der richtige Weg zu sein. Spitzeninternet, wie ich hier natürlich habe. Schon wieder was kaufen. Ach nö, ich behalte meine Axt. Eine Mütze. Oh, ha. Hier die. Hier.
Indiana Jones, der Typ hier. Wisst ihr, wen ich meine hier? Ja, klar, auch hier. Den Gimli-Schauspieler nehme ich mit. So ein Fes. Sieht doch super aus. Gut, und weiter hier. Oh. Stell mich mal in die Mitte. Oh. Kampf. Kampf. Wow. Naja, das war wohl nix. Ein Satz mit X. Los, geh sterben, du auch. Und weiter. Gut. Komm zu mir, komm. Komm zu Papi. So, dich auch noch, hier. Abgemurkst. Was? Nee, das war der Falsche. Oh Mann, dann würde ich mal sagen, war's das für diesen kleinen Part. Im nächsten Part geht's weiter. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Wie es weitergeht, wenn wir jetzt auf Try Again klicken, das sehen wir jetzt im nächsten Part. Ja, dann habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Bis denn und ciao, adios, haut rinne.